Wir vier brechen Sprachbarrieren. Vom Hamburger Hafen bis zum Wiener Prater Stern. So haben sie 1999 geklungen. Spätestens mit Sprachbarrieren hat sich Texter einen Namen gemacht. Die Linzer Hip-Hop-Crew hat sich 1993 formiert. Flip, Leimer, DJ Dan, Scaro und Hucky. Sie haben die österreichische Hip-Hop-Szene geprägt. Das Geheimnis ihrer langen Bandehe. Ich würde mal sagen, das ist so wie bei einer sehr langen Ehe. Da gibt es auch viele Höhen und Tiefen und irgendwann denkt man sich, jetzt ist es auch nicht mehr notwendig, dann war sie trennt. Ja, wir haben auf jeden Fall kein Scheidungshäusel, was wir dann weitergeben könnten. Dieser Prozess, den, glaube ich, jede Band durchmacht in einer gewissen Art und Weise, ist natürlich das, am Anfang schweißt dann natürlich das Thema zusammen, gemeinsam was erreichen, gemeinsam machen. Man setzt sich halt Ziele. Die ersten Ziele werden dann oft angehagelt, man schafft das. Und irgendwann gibt es dann den Punkt, da hat man nicht mehr das Gefühl, es geht bergauf, sondern du bist bestenfalls auf einem Tableau. Oder vielleicht geht es auch was zurück und so. Und mit diesen Situationen umzugehen und sich das auszuartikulieren, weil ich glaube, nur wenn man das hinbringt, dann kann man weiter existieren. Weiter existieren, ja oder nein? Diese Frage stellt sich Texter 2018. Nach dem Tod von Gründungsmitglied Hucky stand ihre musikalische Zukunft auf der Kippe. Wenn das Leben deines Haverers zu Ende geht und die Crowd zu Hucky rest in peace die Hände hebt. Es wird ja in einer Nummer thematisiert, also es war ja eine Auflösung, auch schon im Raum. Im Endeffekt war meine Intention, dass ich da dann halt mit den anderen zwei, weil das ist wirklich über E-Mail basiert quasi, die Auflösung. Und ich mir gedacht habe, also erstens habe ich mich angesoffen und dann habe ich mir gedacht, so kann es nicht gehen. Und habe Kontakt mit den beiden anderen aufgenommen und hat sich dann ausgestellt, dass das ja eh nicht so heiß gegessen wurde, wie es gekocht wurde, und es hat uns dann weitergegeben. Aber es hätte auch, weiß ich nicht, wenn wir alle ein bisschen, sage ich mal, eingeschnappter gewesen wären, hätte es ja durchaus sein können, dass es Texte nicht mehr gibt. Aber sie machen weiter, bringen 2021 das erste Album ohne Hucky raus. Texter, mittlerweile Vorbild für viele junge Rapper. Ihre Vorbilder haben sie aber eher im Pop. In Musik gibt es ja zwei Modelle. Es gibt das Modell Beatles. In 7 Jahren alles niederreißen und Musik für Jahrzehnte prägen. Oder das Modell Rolling Stones. Die ist quasi in die Unendlichkeit, die Bühne zu rocken. Dazwischen gibt es nichts. Und genau, wir sind eher Rolling Stones als Beatles. Obwohl ich lieber gern Beatles war. Von der Genialität her, meine ich. Aber ja, das hat es nicht gespült. Stichwort spülen. Obwohl schon um die 50, an die Pension denkt Texter nicht. Na, irgendwann wird es den Moment geben, davon gehe ich schon aus, wo ich vielleicht das Gefühl haben werde, die Bühne ist jetzt nicht mehr der Platz, wo ich hin muss. Oder wo man dann vielleicht wirklich sagt, ja, okay, alle paar Jahre spielen wir halt dann. Also man weiß ja nicht, wie jetzt ist, entwickelt sich der Bedarf. Ich meine, wenn du jetzt nur mehr Konzerte spielst, wo 15 Leute hermarschieren, dann denkst du halt dann irgendwann auch, ja, muss es sein für mein Glück. Aber solange es ein Interesse von einem Publikum gibt, solange es uns noch Spaß macht, haben wir sie jetzt keine Datum gesetzt. Rap, diese Leidenschaft teilen sie alle miteinander. K.O., Average, Hinterland, der Staumtisch und Texter. Gemeinsam sind diese Musiker die TTR Allstars, haben gerade ihr drittes gemeinsames Album In unserem Haus rausgebracht. Die Botschaft, die dahinter steht, ist ja wichtiger, weil wir letztes Mal, also auch danach nochmal drüber geredet haben, weil das ist ja In unserem Haus durchaus politisch belastet ist, nicht in unserem Sinne, und wir das dann schon bewusst das Gegenstatement sehen, dass wir das verwenden und sagen, unser Haus ist offen, die Türen sind offen, jeder kann kommen, offene Welt und so weiter, und weiß nur, wer wie der Titel entstanden ist, aber die Botschaft auf jeden Fall, die ist ganz, ganz wichtig und uns wichtig. Wir haben im Vergleich zum letzten Album auf jeden Fall jetzt ein bisschen lockerer gearbeitet. Irgendwie, wir sind auch alle irgendwie seit dem letzten Album auch menschlich irgendwie nur ein bisschen mehr zusammengewachsen als Band, und wir haben halt natürlich hat jeder einzelne Rapper irgendwelche Präferenzen, wenn es um Beats geht oder um Themen geht vielleicht. Aber wir haben uns da eigentlich recht gut zusammengeredet, und dann hat halt jeder immer aufgezeigt, wo er halt unbedingt dabei sein will. Und so haben sie eigentlich auch immer die richtigen Leute für die richtigen Nummern gefunden.
Und ist ein sehr rundes Ding geworden und wir sind mega happy mit dem Endergebnis. Also im Endeffekt ist es dann so ein Ping-Pong und das ist das Schöne an einer Crew, finde ich, dass man im Prinzip, dass wir wie ein kollektives Bewusstsein fungieren. Dass sie so die Bälle zuwirft und da entsteht einfach mehr als die Summe der Teile. Unterschiedliche Gruppen, eine gemeinsame Leidenschaft und alle mit Linzer Bezug. Die Luft der Stahlstadt dürfte das Rappen erleichtern, wie es scheint. Ich meine, früher war ja mal, also hat sich geheißen in ganz Österreich, dass jetzt Linz die Hip-Hop-Hauptstadt ist. Das hat sich dann wieder ein bisschen gewandelt. Aber für mich war es nie nicht. Als TTR Allstars sind sie mit neuem Album aktuell auf Österreich-Tour. Die Frage ist, wie sehr funktioniert das gerade als mittelgroße Band Light oder Karten zu verkaufen? Das ist eher die Aufregung, weil es ist das erste TTR Allstars Konzert nach Corona. Und das ist eher die Aufregung. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber sonst, wir freuen uns voll, die neuen Songs zu spielen. Und wenn es nach Texter geht, dann womöglich auch die nächsten 30 Jahre noch. Tipptopp, Hip-Hop. Danke sehr.